fühlt sich ein bisschen an wie früher. Also es ist schön, dass man noch so viele alte Gesichter kennt und jetzt wieder sieht und es hautnah. Und das einzig Besondere ist natürlich, dass man auf der anderen Seite steht. Man hat ein anderes Shirt an und muss mit den Jungs etwas anders da reden. Aber das macht unheimlich viel Spaß und ich freue mich einfach. Ja, macht Spaß. Ich freue mich, dass er dabei ist und das Trainerteam aufgefüllt hat und ja, sich versucht einzubringen, uns zu helfen. Und wir werden den einen oder anderen Nachmittag, denke ich, auch mal die Möglichkeit haben zu quatschen und uns auszutauschen, weil ich ihn jetzt aber länger nicht gesehen habe. Ich freue mich, dass er da ist. Die Trainer, das Slatan und Eiche, die haben jetzt nochmal eine unterstützende Person gesucht fürs Trainingslager und haben da glücklicherweise auch an mich gedacht. Und ja, ich konnte es mir einrichten, mit meinem Lehramt hier die Woche teilzunehmen. Und für mich ist es natürlich eine unheimliche Erfahrung, das zu sehen, die Planung, die Organisation, was ich natürlich dann auch für mich ein Stück weit verwenden kann. Vorbild kann man schon sagen. Ja, ich meine, er hat einen sehr guten Weg gemacht. Ja, es ging auch relativ zügig, von daher kann man das schon so sehen. Aber ja, jeder Werdegang ist halt doch unterschiedlich und so wird meiner auch sein. Ich versuche einfach dazu zu lernen, weil mir macht es meist noch Spaß, ja, hier beim Fußball zu sein und ich versuche jetzt einfach so viel wie möglich mitzunehmen. Und natürlich verbinde ich irgendwo auch eine freundschaftliche Basis, aber am Ende des Tages arbeiten wir auf dem Platz dann zusammen, um erfolgreich zu sein und da gehört dann auch der nötige Respekt dazu und den bringe ich absolut mit. Ich weiß, dass er jetzt letztlich sozusagen mein Vorgesetzter ist und ja, wenn er was zu sagen hat, dann kann er es gerne auch bei mir machen. Ich nehme alles an und versuche ihn natürlich auch zu unterstützen. Ja, es ist erstmal natürlich ein großer Fokus, dass wir die Jungs an die Belastung gewöhnen. Ja, dass die Jungs jetzt so ins Laufen kommen. Ja, da brauchen wir natürlich auch die gewisse Ernsthaftigkeit, die es bedarf, Spiele zu gewinnen. Und das versuchen wir jetzt natürlich reinzukriegen.